ich auch gleich mehrere markieren. Ach so, so geht das auch, okay. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf mal 75. Ist eine sehr hohe Zahl, glaube ich, auf jeden Fall. 375. Und die haben 6, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ne, die haben sogar 7. Ist halt die Frage, was sich lohnt, ne? 7 mal 55. Oh, 385. Also ist sozusagen der. Was wir jetzt bauen, ist nachteilig, aber auf der anderen Seite nicht, weil der schneller fahren kann. Und das hat dann halt gewisse Vorteile. Wenn der nicht mehr alle behindert. Achso, das hab ich jetzt überhaupt auf Eisenerz eingestellt. Ne, der kann bloß Eisenerz, Kupfererz. Na, dann ist ja gut. So, war mal noch so in. Hier wird gerade beladen. Wird auch gerade beladen. Was ist denn das für einer? Ach, das ist schon so ein neuer. Haben wir den schon ein bisschen länger? Wäre natürlich fatal, wenn wir das jetzt erst merken. In diesen auch. Der ist leer. Gleich mal ins Depot fahren, bitte. Warum dreht der da um? Muss man das verstehen? Oh, ein neuer Truck für Mais. Okay. Halt, du kannst gleich ins Depot fahren, bevor du dort dich beladen lässt. Hier ist auch noch einer, der ist gerade voll geworden. Der hat keine Geschwindigkeit. Ja, auch nicht. Holz, wie sieht's da aus? 160, na gut, das geht. Und gibt's für Öl eigentlich auch mal was Neues vielleicht? Gleich mal gucken. So, gleich ins Depot, wenn du leer bist. So, den kann ich ja dann zumachen hier. Warum habe ich den noch offen überhaupt? So, der fährt ab. Ich guck mal kurz für Öl. Ach, die kann ich auch in diesen Boxwagen. Das kann ich auch in diesen Boxwagen einladen. Nee, das will ich nicht. Das ist unrealistisch. Oh, 109 Gewinn gemacht. Übel. So, du ab ins Depot gleich. Der kann rausfahren. Ah, hier sind gleich zwei drin. Okay. Gut, dann mache ich es einfach so hier. Das ist auch ganz großes Kino hier, dass er das nicht einfach in einem Zug zuordnet. Du auch ins Depot. Den hier. Jetzt lenkt er dort um. Warum denn das? Dinge, die man in diesem Spiel nicht verstehen muss, meine Damen und Herren. So. So, okay. So, wirkt sich das bei den Städten hier schon aus? Ja, es wird gebaut. Gute Sache. Hier werden jetzt noch Nahrungsmittel benötigt, aber hier ist genug drin. Ach komm, das dauert mir jetzt zu lange. Ladet euer Zeug ab und... Gibt es eigentlich hier irgendwas Neues?
Wo fahren die denn eigentlich lang? Ach, hier oben. Nur dort oben? Da gibt es auch noch mehr davon. Das ist die Straßenbahn. Das ist die, wo die fahren. Hier oben lang, okay. Da ist das berechtigt, wenn das, oder? Die fahren 72. Macht das da nicht Sinn, wenn ich die durch schnellere ersetze? Ups, habe ich jetzt alle zur Wartung geschickt? Das war dumm. Egal. 88, 72. 88. Ich werde jetzt... Ah ne, mit Trailer. Mit Tanker Trailer, ha? Huh? Muss ich mal gucken, wie das aussieht dann. Mit Tanker Trailer. Doch gar kein Trailer. Der hat doch keinen Trailer. Und die Frage ist jetzt, kann der solche... Oh, ein neuer Refrigerator Truck. Kann der hier solche Buden anfahren? Nee, aber er hat doch gar keinen Trailer. Dann geht das nicht. Dann kann ich das nicht mit dem ersetzen. Dann müssen die, die wir jetzt haben, bleiben. Sozusagen. Was war jetzt gerade bei den Nahrungsmitteln? Da gab es doch auch gerade einen neuen, ha? Huh? Wenn ich das richtig gesehen habe. Der fährt 96. Ne, der fährt 120. Dann ist die Entscheidung klar, wo ich bleibe, bei welchem. Aber ich würde die trotzdem gern umrüsten. Und da kann ich dann vielleicht auch lieber ein paar mehr fahren lassen. Weil ich hätte gern einen einheitlichen Fahrzeugpark. Und das, na gut, der Prime X-Truck ist ein bisschen älter. Aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass es dann vielleicht noch ein bisschen einen schnelleren einzelnen Wasser-LKW gibt. So, und hier oben bei den Adding Articulated, was machen die? Die transportieren Mais. Die transportieren Mais. Ach, von hier oben. Ich fahre 72. Gibt es da nichts Schnelleres? Da sieht das so ein Hopper-Multi. Der hat 88. 72, 56. Ah, gut. Ne, den hier könnte ich nehmen. 80 und 82 Tonnen Mais. Weil wenn hier eh schon solche fahren, aber gut, die warten ja eh schon ein bisschen länger, bis das Zeug vor ist. Voll ist. Na gut, ich mach's trotzdem. Damit wir auf den neuesten Stand sind. Locus. Und ja, so. Quatsch, ersetzen. So. Ach Mensch, sind die Züge auch jetzt endlich mal angekommen? Gleich ins Depot fahren, bitte. Du auch gleich ins Depot und dann rüsten wir euch nochmal um. Oh, hier, fast eine Kollision hätte es da gegeben. Das war aber kritisch. Und jetzt muss der Zug dort umdrehen. Warte mal, ich kann doch hier noch erweitern, das ist doch gar kein Problem. Ihr müsst nur was sagen.
So, und schon drittes Gleis zum Befahren gebaut. Oh, obwohl hier auf der kurzen Strecke, na egal, bleibt dabei. So, der müsste jetzt hier reinfahren, genau. Das macht er auch richtig. So, dann wird die Umrüstung abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal wieder auf unsere Statistik mit den Städten. Größte Stadt ist das hier. Achso, ich wollte dich nicht hier unten... Ah ne, habe ich schon einen Flughafen. Lärmbelästigung 13, Lärmbelästigung 26. Reicht das nicht jetzt schon für einen großen? Ja, das reicht. Wenn der abhebt... Wir probieren es einfach mal. Ah, ist da gerade einer? Aber ich glaube, ich muss dann mal... Na gut, es dürfte... Na gut, ich mach's trotzdem mal. Einfach, dass die nicht auf die Idee kommen, mir hier irgendwie... was hinzubauen im Moment des Abrisses und Neubaus. So, kann es jetzt mal abfliegen, dass ich das bauen kann? Also ich fände das geil, wenn man das einfach hier so überbauen könnte. So ist... Ready for Takeoff. Ha! Geht doch. Jetzt kann ich das hier oben abreißen. So, jetzt haben wir auch noch einen großen. Und jetzt ist die Frage, ob wir noch eine Stadt haben, wo ein... Warum finden die mich blöd hier? Ich kann nichts dafür, dass ihr hier das Ding schließt und ihr dadurch mehr Arbeitslose habt, Leute. Oder seid ihr neidisch, dass hier Torega, dass die ein Nahrungsmittel und so kriegen und ihr nicht? Brauchen Wasser? Fliegt da irgendwas mit Wasser hin? Ich könnte von dort oben eigentlich auch anfahren und hier rüber. Wäre eigentlich eine Idee. Aber jetzt gucke ich erst nochmal, ob wir hier noch was haben mit Flughafen. Flughafen, nur Passagiere. Das ist ein großer... Oh, da hat schon... Oh, was jetzt losgeht in dem Flughafen. Montenegro ist ein großer Rocker. Oh, das ist noch ein kleiner. Aber jetzt muss das doch möglich sein, das Ding umzubauen. Zu einem großen. Die Lärmquote gibt das her, meine Damen und Herren. So, jetzt haben wir die auch mit dem großen Flughafen zwangsbeglückt. Songkürze hat einen großen, Sarah Bikeser hat einen großen. Die haben einen großen, die jetzt auch so, jetzt bin ich zufrieden. Alle haben einen großen, also Flughafen, nenne ich das jetzt irgendwie sonst was denkt. Und jetzt gucken wir nochmal auf die... Finanzen. Ja, die machen alle leichtes Minus, aber das könnten natürlich die sein, die sonst was für Routen fahren. Oh, er macht einer einen LKW 200.000. Das ist ja übel, aber jeder macht Gewinn hier. Na gut, hier sind ein paar Busse, die Minus machen. Warum eigentlich? Weil das Städte sind, wo nichts passiert. Die brauchen Nahrungsmittel, muss man mal so sagen. Schiffe, da ist sowieso kein Minus zu sehen. Und Flugzeuge. Irgendwelche Helis machen wieder Minus, weil... Lass mich raten, die akzeptieren nichts mehr. Nee, doch. Aber warum macht er dann Minus? Didn't get it. Ach, weil er bloß 1000. Oh, okay. Hier unser Luftballon hier. Boah, der macht Gewinn hier. 484. Dann ist es hier wahrscheinlich der gleiche Grund. Bei dem, dass der nicht wirklich Gewinn macht. Und der hier.
Taragata. Ach, das ist hier, fliegt dahin.